Gott. Willkommen im One Life Vlog. Der einzige Grund, warum wir eigentlich wirklich hier sind. Hier gibt's den besten Empfang. Voll falsch gepackt hab. Schatz, haben wir uns irgendwie verfahren oder so? Nein. Wo sind wir hier? Im Bootcamp. Wo? Im Bootcamp. Was ist denn für ein Bootcamp? Dschungelcamp. Was ist denn für ein Bootcamp? Warum kenne ich hier jeden? Und, hallo. Ist das noch gut? Oh, jetzt ja. Aha. Hey. Ja, ja. Na ja, nee. Hallo, guck mal, die kennt ihr auch schon, nee. Ne? Die kennt ihr auch schon, Leute. Hi. Hallo, hallo. That's Nikas way. Alles gut, sie sieht richtig aus wie so eine Reisende. Oder? Ja, heftig. Ich fühle mich auch richtig ready, ja, Latin. Okay, genau, der ist auch am Start. Natürlich. Aha, die Wanderstiefel. Wo führst du mich jetzt hier eigentlich hin, Bro? Zum Bungalow. Okay, jetzt geht's ab. Okay, Leute, das ist Pascal zu Hause. Okay, home sweet home. Wow! Okay. Rechts ist das nice, ne? Ach, krass. Hier ist noch ein Zweipen? Ah, das kann man, das Bett kann man noch ausziehen. Das Bett also kann man ausziehen? Bis dahin dann, ja. Das heißt, hier ein bisschen Küche, ja. Hier Bett. Kann man ein bisschen nachts kuscheln. Okay, und Toilette ist dann einfach, muss man jetzt den Weg wieder runter, ne? Ja. Leute, liebe Grüße. Das hier Pascal Rudroff, der Boss überhaupt. Let's go. Sesam, öffne dich. Ich muss erstmal hier Geheimcode und sowas machen. Erstmal Geheimcode eingeben. Das ist wie in der Karibik. Das ist ein geheimer Schatzkammer hier heute. Komm, geh auf. Das ist halt echt crazy, ne? Wir haben hier solche so Zweier-Bungalows. Aber dann haben wir auch solche Zweier-Bungalows, die sind halt nochmal größer. Die haben dann, ich glaube, auf der Seite ihr eigenes Badezimmer. Ist natürlich halt auch sehr, sehr, sehr geil, weil wenn du jetzt in diesem Bungalow bist, dann darfst du schön den Weg nachts hier runter und dann halt auf Toilette, ne? Wow. Okay, let's go. Crib, okay? Ey. Komm, führ ich rein, Ey, welcome to the crib. Auf der rechten Seite, okay, haben wir ein sehr schönes Badezimmer, wow. Modern eingerichtet, okay? Sheesh. Hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel gekostet, okay? Wow. Wenn man das Ganze zumacht, ich zeig euch ganz kurz, Leute, wie krass ist diese Dusche bitte? Die sieht Hightech aus, so mit Touchpad und sowas. Wahnsinn. Das ist krank. Küche hier, man läuft hoch. Und da oben, ja, ich step da jetzt nicht hoch, aber da oben sind auf jeden Fall die Betten. Hast du Bock? Ja. Let's go. Jetzt werden die Sachen eingeladen. Aber first of all werde ich erstmal eine kleine Roomtour mit euch gemeinsam machen. Das ist übrigens unser Bungalow. Und das Coole ist, unser Bungalow ist tatsächlich so neu, der wurde noch nie geused. Da war noch nie jemand drin, noch nie hat da jemand geschlafen, gegessen oder sonstiges. Wir sind die allerersten, One Life Passion sind die ersten, die in diesem Bungalow schlafen. Das heißt, ihr seid jetzt live dabei, wo ich jetzt eine Roomtour machen werde, die noch keiner in diesem Bungalow gemacht hat. Let's go. Aufmachen. Schaut euch das hier an. Ja, das ist hier unser Chiller-Bereich. Richtig nice. Zum Ausruhen, zum Relaxen mit, ich sag mal, Panorama-View. Schon sehr, sehr, sehr cool, weil du direkt, ich sag mal so, du bist so wie mitten im Wald. Hier haben wir unsere Küche, Gasherd. Sehr sexy. Weingläser. Darf man natürlich nicht vergessen. Der Vino wird auch hier schön genüsslich getrunken. Jetzt kommen wir zum Badezimmer. Alright, seid ihr ready, Freunde? Let's go. Eigene Toilette, schöner kleiner süßer Badezimmerspiegel. Und jetzt schaut euch auch hier die Dusche an. Und das ist groß. Das ist echt groß, Leute. Also wenn ich mich jetzt hier so reinstelle, ist alles noch ein bisschen nass. Ich mach's jetzt nicht, aber es ist echt riesig, ne? Also ich breite hier meinen Arm aus, komme gerade mal so an die andere Seite. Also wirklich, man kann sich hier perfekt fertig machen. Das ist echt ein großes Badezimmer. Größer als bei mir in der ersten Wohnung. Definitiv. Und dann geht's hier in die Kuschelhöhle. Let's go. Let's go. Und schaut euch jetzt das an. Das ist Game Changer. Hier. Fenster direkt über den Kopf. Das heißt, wenn wir schönen Sternenhimmel haben, hast du die beste View überhaupt. Und wir haben natürlich auch unseren eigenen Kamin. Ey, so cool. So sexy. Haben die so ein bisschen getestet hier. Leute, haut mal bitte eine Bewertung raus. Wie findet ihr diesen Bungalow hier? Würdet ihr selber hier schlafen? Haut's mal kurz in die Kommentare. Wie viele Sterne, sagen wir von 5 Sternen, wie viele Sterne bekommt dieser Bungalow hier? Ganz ehrlich, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Zeit verbringen, werde mich hier so ein bisschen ausbreiten und danach werde ich eine Bewertung machen. Aber ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon sagen, absolut geil. Ich bin jetzt schon überzeugt. Und guck mal, das ist einer der besten Pfannen. Ich kenne mich da aus. Mein Pfadfinder-Baby. Du bist so niedlich, ey. Hallo. Ich kenne mich da aus.
Ja, Pfannen, die, nee, wichtig ich jetzt. Ich kenn mich da aus. Pfannen brauchen wirklich eine bestimmte Beschichtung, das ist sonst nicht gut. Also WMF ist ja schon auch eine gute Marke, deswegen die Beschichtung ist schon wichtig. What's up, G? Was habt ihr denn da? Alles klar? Das ist nicht eingerichtet, das ist neu. Ich will mir das irgendwie selber machen hier. Leute, ganz kurz euch vorstellen, Mr. Jan Mandalo himself. Hey, it's a bootcamp with the SUV. Aha, you know what it is, bro. Wir haben Lagerfeuer with good food and good people. Ey, ja, die warten auf dich, weil Lagerfeuer geht los. Wann soll es losgehen? Jetzt. Feuer angeworfen, ja, essen wir in einer halben Stunde. Ah ja, ist gut. Weil ja, ihr wollt ja erst noch mal ein bisschen was essen. Was hättest du denn gern? Vegetarisch oder? Also wir haben alles. Also wird gegrillt und mit Salaten und Co. Aber es gibt auch vegetarisch. Okay, und stark. Ja, wow. Ist ja alles. Alle Fleischsorten. Also Leute, darf ich kurz vorstellen, das ist Jan. Ne? Jan, du bist hier der Owner der ganzen Bungalows, dem ganzen Platz hier, richtig? Das ist richtig, ja. Ja, wie lange machst du das schon? 3 Jahre. 3 Jahre? Okay. Also ich muss sagen, Leute, sehr, 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 sehr stabil. Jan, was ist so deine Absicht dahinter? Warum hast du das Ganze hier gegründet? Wir wollten Nachhaltigkeit erlebbar machen und zwar ohne den Zeigefinger zu zeigen, sondern indem man tolle Naturplätze kennenlernt, dort Urlaub machen kann, der Natur was zurückgibt und in den Häusern Technologien erlebt, die einen zum Nachdenken anregen. Geht das los bei Duschen wie eine Astronautendusche, die das Wasser live recycelt und wir 90% des Wassers einsparen können. Wow. Geht über die Dämmstoffe oder es geht über Handtücher, über die ich lustige Geschichten erzählen könnte. Krass. Kannst du noch mal, weil ich werde hier dein Instagram jetzt gleich verlinken, beziehungsweise deine Website. Wie heißt das Ganze? Green Tiny Houses. Green Tiny Houses. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Einmal hier eingeblendet. Dankeschön, Jan. Danke. Let's go, oder? Dabei bist du gut angekommen? Ja, und ich bin dick angezogen. Ah, jetzt freust du dich hier schon auf die Toiletten und Duschen? Da? Nein, wir haben ja eine eigene. Hast du schon Roomtour gemacht? Aber die eigene ist eigentlich nur für Herren, ne? Also ist eigentlich nur für mich. Nein, die ist wohl eher nur für die Frauen. Ich glaube, ich spende was. Hey, what's up, Dilara? Alles klar bei dir? Ja, hey, siehst fresh aus. Dankeschön. Hey, nice hair. Wow. Ah, krass, mit so einer Terrasse auch nach oben. Hey, what's up, Daniel? I didn't know the outfit was. Wunderschön. It's so beautiful here. Wow. Bist du auch happy, babe? Ja, ich bin auch happy. Und du, Vanessa, bist auch happy? Hallo, ich bin Vanessa und ich bin auch happy. Dieser Bungalow besteht aus Holz und da ist ein Ofen. Ja. Und unter dem Ofen ist Holz, um den Ofen anzumachen. Und was passiert, wenn jetzt dieser Bungalow hier brennt? Ja, deswegen ist er ja hier protected mit so krassen Eis. Das weiß man doch. Wer ist Mann? Ja, jetzt kann man eben auch. Man macht halt Abi. Ja, genau. Man geht halt arbeiten. Ja. Und ich arbeite so. Gym Bro. Ey. Wir wissen nicht, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, wir gehen ins Gym. Einfach Trainer, keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ja, ich studiere Fitnessökonomie. What's up, Freunde? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir sind hier in der ersten Nacht im Bungalow. Ich weiß nicht mehr, kann man die sehen? Hallo? Wir haben auf jeden Fall eigentlich echt ganz gut gepennt hier. Die erste Nacht war echt sehr, sehr, sehr nice. Den Mond schön genossen, der in unser Fenster reingeschienen hat. Der Plan heute ist, wir werden jetzt gleich eine Runde frühstücken und dann werden wir wahrscheinlich Wanderung. Machen eine Wanderung. Ne? Warum auch nicht? Ich freue mich drauf, ehrlich zu sein. Wird immer witzig hier mit der Crew. Werdet ihr wahrscheinlich selber sehen. Daher würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Attraktion. Let's go. Ich hab richtig Lust. Hey, come on. Let's go. Was steht jetzt an, Bro? Wir gehen jetzt spazieren, ja? Eine Runde spazieren. Bist du auch bereit, Lea? Natürlich, hast du meine Schuhe gesehen? Guck mal. What the fuck is this, man? What the fuck? Der Unterschied. Schweizer wandern. Deutsche Wandern. So. Versteht ihr, was ich meine? So. You know, the truth. Aha. Was er eigentlich meint, ist, wenn Weiße wandern und wenn wandern. Hammergeilen Hund dann. Das ist Chetto. Hä, Chetto? Sieht gut aus, Leute. Das Wetter macht mit, wie wir uns es gedacht haben. Uns geht's gut. Sehr stark. Auch Milea da hinten, muss man wirklich sagen. Hier gibt es einfach den besten Empfang, aber auch die beste View. Schaut mal kurz, Leute. Hier geht's ab. So,
Mmh. Länger. Was hast du dir draufgepackt? Vegetarisches. Wer hat hier eigentlich... Habt ihr alle Vegetarisches? Ja. Nee. Veggie, was? Was für ein Ding? Wie Familien das machen. Essen hier gerade eine Kleinigkeit. Wir waren heute schon so geil wandern. Es hat übelst Bock gemacht. Wir sind die Berge hochgeklettert und sind irgendwie durch so einen Wald gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt legit war, ob man da langlaufen durfte, aber wir haben es einfach gemacht. War geil. War eine schöne Erfahrung. Alle geschwitzt. Mal hat die Sonne geschienen, mal hat es dann wieder geregnet. Aber es war einfach eine geile Erfahrung. So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier gerade schon auf dem Weg zu den E-Bikes, denn heute steht eine Fahrradtour an. Ich habe euch auch schon perfekt die Fahrradhandschuhe besorgt, das passende Outfit, alles ready, die Mädels sind auch ready. Ich freue mich auf die Fahrradtour, mal sehen, ihr bekommt definitiv ein paar Einblicke, ein paar Abstürze, wird schon schief gehen, ne? So Leute, wir fahren auch nicht mit irgendwelchen Fahrrädern, sondern wir fahren hier mit ganz specialized, alright, E-Bikes, die hier gerade schon aktuell schön aufgeladen stehen. Ja, die Tour geht gleich los. Ich warte noch auf Milea, kommt bestimmt auch gleich. Okay Leute, wir sind ready für die Tour. Let's go. Man muss aber auch echt sagen, es ist eine krasse Strecke. Das macht übel Bock. So geiles Gefühl. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, ohne so ein E-Bike hier hochzufahren. Ich gucke noch, wie hoch das hier ist. Man sieht so ein bisschen vielleicht die Landschaft da hinten. Also wir sind schon hoch. Und ohne jetzt so ein E-Bike hier hochzufahren, Leute, ey, da bin ich raus. Da bin ich komplett raus. Aber schaut euch mal kurz an. So sieht das Ganze aus. Yara, was geht? Hey, was geht? Hast du Bock? Ja! Let's go! Ohne Witz, Leute, die Fahrradtour ist so geil. Leute, das war noch nicht mal der geile Part, der kommt jetzt erst. Ich hab selber auf den Taurus gesehen. Das war noch nicht mal das krasseste, nein. Jetzt geht's noch heftiger los, jetzt oder? Jetzt wird's lustig, ja. Jetzt wird's lustig? Ich seid ihr ready? Ja! Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, das war so crazy! War geil, Jungs. Das kann ich euch echt nur empfehlen. Aber halten wir irgendwo an oder fahren wir die ganze Zeit nur durch? Eigentlich fast die ganze Zeit nur durch. Sonst immer mit Ferrari am Drippen und mit den Lambos und den GT AMG 63, schieß mich tot. Es hieß... Und weißt du, wenn sie mal nach Deutschland kommen, kommen sie mit dieser Kakari um Ecke. Es hieß, es wird ein Familienausflug mit unserer P2K and Above Family und deswegen hier. Sadie ist natürlich mit dem AMG gekommen. Der 8, der ist sozusagen, der bleibt daheim und dann ist es auch ganz entspannt. Wir haben ihn gefunden, Digga. Wir haben den Gönnergy gefunden, Bro. Sag mal, wie hat der geschmeckt? Ich habe ihn noch nie probiert. Ey, das Ding ist echt geisteskrank. Das, wirklich, ich hätte nicht gedacht, also ich habe jetzt hier ein normales Monster, aber im Gönnergy habe ich wirklich so gedacht, ohne jetzt wirklich zu sagen, so das weiße Red Bull ist ja sozusagen das Pendant dazu, aber das weiße Red Bull kann halt einpacken gehen. Bruder, du kannst da einfach reinbeißen, das ist wie jetzt mit jedem Schluck, als würdest du etwas essen, Digga. Das schmeckt Bruder, so gut. Wie auf den Sessions, ne, Mann? Parlare. Trade setzen, Sadie. Also, Montana Black. Monster, hast du gut gemacht, Bro. Ich muss ihn aber auf jeden Fall nochmal abchecken, weil ich muss das schon approven, Bro, ja? Weil sonst, du weißt Bescheid. Ich brauche ein Sponsoring. Ja. Aber Bruder, schick mal ein paar mehr raus, Digga. Ich war letztens im Laden, hab keinen bekommen. Ist ja mega geil. Wir haben jetzt heute Morgen nicht im Camp gefrühstückt, weil wir auch schon raus sind jetzt. Da gab es heute Morgen leider kein Frühstück mehr. Deswegen haben wir uns jetzt hier sowas besorgt, ne? Boah. Ja. Das sieht gut aus. Pancakes. Und allem drum und dran. Ja. Der bockt schon. Naja, Leute, also, das Bootcamp, es war echt sehr geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wir haben so viele geile Sachen gemacht. Es war einfach eine tolle Erfahrung. Mal wieder so ein bisschen ins Grüne. Mal ein bisschen tief durchatmen und einen klaren Kopf machen. Sich mal ein bisschen mehr mit den Leuten connecten, mit denen man arbeitet. Ja, weil wir auch gerade aktuell eine sehr krasse Sache planen. Wir haben ein sehr, sehr großes Projekt, was gerade wirklich vor uns liegt. Und wir freuen uns alle sehr drauf, haben alle sehr hart dafür gearbeitet. Diesbezüglich haben wir jetzt auch gleich noch ein kleines Treffen mit den Führungskräften. Die kommen jetzt auch wirklich aus komplett Deutschland und umzu. Kommen sie heute mit in den Harz und dann werden wir uns noch mal so ein bisschen ransetzen. Werden noch mal einen schönen Gameplan machen und dann mal schauen,
was sich daraus ergibt. Ich würde sagen, wir sehen uns dort und dann let's go. Alles anschauen und später nur, ob man das rausnehmen soll und auch das hier, weil das sind halt... Guys, we got the CEO right now. So I spent two years in Japan. So I speak fluent Japanese. I don't speak any German. Er ist extra aus Amerika hergeflogen, nur für dieses Meeting hier gerade. Mit dem Leader Squad. Ist crazy. Eigentlich müssten auch alle bald mal antreffen. So wahrscheinlich in einer halben Stunde oder Stunde. Noch relativ leer, relativ überschaubar. Manchen wurde ja irgendwie abgesagt. Ja, Leute, our Location finde ich an sich ganz geil. Treffen uns jetzt hier, besprechen ein paar Sachen. Weil wir einige Dinge halt wirklich planen, die sehr, 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 sehr crazy werden. Ich freue mich auch unnormal drauf, Leute, weil, wie gesagt, wir haben seit Monaten daran gearbeitet und ich könnte euch nicht vorstellen, was alles in Zukunft so ansteht. So, ich weiß nicht, wer alles den Vlog schaut, aber ich denke mal, ihr seht, wie generell wir zusammenarbeiten, was wir sich wirklich alle auch alles auf die Beine stellen und da kommt noch viel, 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 viel mehr. Deswegen, wenn du generell so Fragen dazu hast, was wir so machen, dann sag einfach mal Bescheid, weil du findest mit Sicherheit auch die Kontaktdaten hier unter der Beschreibung in diesem Vlog. Deswegen kannst du dich gerne melden, falls du mal irgendwelche Fragen oder sonstiges hast. Naja, aber an sich, wie gesagt, wir warten hier gerade auf die Leute und dann machen wir ein schönes, geiles Training hier. Haben einen schönen Seminarraum, wie gesagt, gemietet und ja, freue mich drauf und würde sagen, warten mal, bis die Leute kommen, ne? Was geht ab, Leute? Wir sind hier gerade noch bei der Location, wo wir vorhin unser Event hatten. Und jetzt essen wir hier gerade noch, sitzen hier noch ein bisschen zusammen, wie man hier sehen kann. Ne, Leute, schmeckt's euch? Sehr lecker. Ist geil? 1A. Sehr schön, so muss das sein. Wie viele Sterne gibt's hier? Wow, Bro. Ich habe noch erst ein bisschen gegessen. 5 ist das Beste. 5 ist das Beste? Ja. Oh, schon eine 4,5, solide. Oh, nicht ehrlich. Okay, dann freue ich mich auch auf mein Essen. So, Leute, mein Essen ist auch langsam mal angekommen. Nathalie schon ganz frech am Reinhauen, ey. Echt frech, ey. Und nicht mal jeder hat sein Essen. Ja, wobei, Dominik hat auch sein Steak. Ich habe ja Hunger. Vanessa hat einfach komplett aufgeschissen. Ihr schon fertig. Danke. Leute, der Vlog neigt sich auch hier dem Ende. Wir sind durch mit dem Bootcamp, mit dem Event. Es war crazy, es war auch emotional. Wir haben so viel Erfahrung gesammelt, sind echt auch nochmal zusammengeschweißt worden. Ihr könnt wieder ein Abo hinterlassen, kommentieren, folgen, was auch immer. Schaltet die Glocke an und ich denke, wir sehen uns im nächsten Vlog, Freunde. See you. Guckt euch mal den Süßen hier an, ne, Chetto? Ja. Guckt ihn an.